Berlin. Tag und Nacht. Miller, Erik verlassen nächste Woche die Serie für lange Zeit. Der Berlin. Tag und Nacht geht's mit Emma Lehre. Nun packen auch Miller und Erik ihre Koffer. Jetzt heißt es stark bleiben. Liebe Berlin. Tag und Nacht Fans. Nachdem wir uns bereits mit den Ausstiegen von JJ, Fabrizio, Rick und Jade abfinden mussten, sagen nun auch Miller und Erik Adieu zu Berlin. Was Miller anbelangt, glücklicherweise wohl aber nur für eine Auszeit. Ob Erik Darsteller Christoph Danne zurückkehrt, steht aufgrund seines Fehlens auf den neuesten Castfotos noch in den Sternen. Aber von Anfang, nachdem Miller, Amelie und Erik von Olivias und Steens Verrat erfahren haben, sind die drei völlig durch den Wind. Während Amelie bereits Rachepläne schmiedet und versucht, irgendwie mit der Tatsache klarzukommen, dass ihre große Liebe und seine Ex sie ins Krankenhaus gebracht haben, weiß Miller nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Da kommt Erik eine Idee, eine mehrmonatige Auszeit muss her. Die Idee klingt zwar schön. Allerdings beschließen Miller und Erik schließlich, dass sie Amelie weder alleine lassen wollen noch können. Berlin, Tag und Nacht. Miller, Erik nehmen Auszeit in Mexiko. Diese sieht es jedoch ganz anders und bucht ganz aus Versehen für Mittwoch einen Flug nach Cancun, Mexiko. Als sie dies ihren Eltern beichtet, fallen Miller und Erik aus allen Wolken. Doch schließlich gelingt es Amelie, die beiden davon zu überzeugen, sie alleine zurückzulassen. Sie weiß auch schon ganz genau, was sie mit ihrer neu gewonnenen Freiheit anfangen will. Sie wird zudem ihr Girl der Schule, denn immerhin kann sie ohne ihre Eltern die coolsten Partys schmeißen. Davon ahnen diese natürlich nichts. Na, ob das so eine gute Idee ist? Wie lange werden wir auf Miller und Erik wohl verzichten müssen? Kommen die beiden wirklich zusammen zurück? Dies und mehr erfahren wir in den nächsten Wochen bei RTL 2 und vorab wie immer bei Pno.